Hey Leute, willkommen zu einem neuen COD-Video. Wir spielen heute wieder ein bisschen Black Ops 2 auf der PlayStation 3 und seltsamerweise natürlich wieder auf der Map Nuketown. Wie sollte es auch anders sein? Die wird auch wirklich fast nur noch hergevotet. Ich hätte gerne eine andere gespielt, aber ich bleibe jetzt hier auf jeden Fall drin. Schauen wir mal, was so möglich ist. Und diesmal bin ich anscheinend das Team, das in den Spawn gedrückt wird. Alles klar. Finde ich nicht gut, muss ich sagen. Aber da müssen wir jetzt wohl durch. Ich schau mal, ob ich hier in diese Richtung... Da ist doch einer. Den bekommen wir weg. Oh, und von hinten kommen sie schon. Spawnen die da? Ja, die Spawns flippen mal wieder. Und die Feinde haben eine Konterdrohne. Tödlich hier auf dieser Map, wie ich finde. Das wird keine leichte Sache. Ah, oh, fuck. Und der hat mich noch wegbekommen. Sehr, sehr schade. Gut, mein Team ist auch schlecht. Und dort hat irgendwer 5-0. Das gefällt mir mal gar nicht. Werfen wir hier mal eine Granate hin. Vielleicht bekomme ich wen weg. Sieht nicht danach aus. Dann müssen wir es halt mit der Waffe machen. Und ist da einer hoch? Da ist tatsächlich einer hoch. Und wer wirft jetzt hier so viel Zeug? Sind die doch noch irgendwo? Ja, da ist er doch. Den haben wir. Sehr schön. Schnell nachladen. Und da war noch einer. Okay. Und ich glaube, da kommt noch einer. Kommen sie alle hier hoch, oder was? Okay, ich camp jetzt hier einfach kurz. Okay, ich hau mal ab. Spawnen anscheinend wieder hier draußen. Okay, ich denke, das haben wir ganz gut überlebt. So, einen Kill noch. Einen einzigen Kill noch. Na komm schon. Nein, er schießt mich an. Verdammt, verdammt, verdammt. Kommt der durch? Kommt der durch? Kommt der durch? Da muss ich ihn auf jeden Fall bekommen. Ja, der ist da noch. Und ich glaube, jetzt ist auch einer drin. Okay. Okay. Ganz ruhig. Oh shit. Kommt der hoch? Bin mir nicht sicher, ob ich jetzt den Blitzschlag raushauen soll. Nein! Ah doch, wir haben den Tarnhelikopter. Perfekte Sache. Hauen wir den mal in die Mitte. Dann hauen wir das Geschütz hier in die Ecke. Ich glaube, die spawnen dann nämlich weiter, laufen dann allerdings in das Geschütz. Und außerdem hauen wir hier mal den Tarnhelikopter, den Blitzschlag raus. Übrigens, heute um 8 Uhr... Alter, wie viel habe ich bekommen? Heute um 8 Uhr ist es so, dass Team Scorpion gegen Team Red spielt bei Nemesis, also bei dem Zelos-Projekt. Unbedingt einschalten. Link in der Videobeschreibung. Ist auf dem Zelos YouTube-Kanal. Da wird das alles gestreamt. Ich denke, man sollte sich das auf jeden Fall anschauen. Ich glaube wirklich, dass das ein sehr spannendes Match wird. Und morgen spielt dann ich. Und zwar mit Team Buddies eben gegen Team Barca. Das wird, denke ich, auch eine ganz nette Sache. Ich muss sagen, ich glaube nicht, dass ich gewinne. Ich dachte auch schon, dass ich gegen Illotrix verliere. Haben wir dann irgendwie doch geschafft. Ich glaube aber, gegen Barca wird es auf jeden Fall eine schwere Sache. Die haben sehr stark trainiert. Und von daher, ich glaube, das wird nichts mit dem Sieg. Allerdings, wir werden unser Bestes geben. Und so ein bisschen können wir, denke ich, entgegensetzen. Wir können ihm das Spiel auf jeden Fall schwer machen. Das werden wir versuchen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall auch eine schöne Sache zum Anschauen. Und am Ende geht es ja eh um Spaß. Das heißt, wir haben ein Spiel gewonnen, verlieren dann eine schöne Runde gegen Barca. Und damit bin ich dann eigentlich schon zufrieden. Und ich bin direkt im Spawn. Ich glaube, die kommen jetzt weiter auf der rechten Seite. Ja. Da bin ich ein bisschen zu sehr vorgepusht. 32-7. Und shit, die Gegner, die holen ganz schön auf. Ich glaube, mein eigenes Team ist nicht wirklich gut gerade. Muss ich ein bisschen vorsichtiger spielen. Okay, wir gewinnen es allerdings noch. Also das wäre schon übel, wenn das jetzt schief geht. Danke, Teammate. Total daneben geschossen. Okay, kommen hier welche rum? Ja, da ist doch einer. Okay, wir haben gewonnen. 33-7. Ja, nicht so der geile Score. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Falls es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und heute natürlich Zelos anschauen. 8 Uhr, nicht vergessen, Team Scorpion gegen Team Red. Macht's gut.